Ab wann ist man sexsüchtig? Das hat mich der Wolfgang gefragt. Hallo, ich bin der Sven von Männlichkeit stärken und in diesem Video sage ich dir genau, ey, man, bist du eigentlich sexsüchtig oder bist du einfach noch vollkommen normal und hast einfach mehr Lust in dir, als andere Menschen haben? Und das ist schon häufig so, gerade wir Männer, wir haben da manchmal so diese Gedanken so, oh mein Gott, ich will halt so viel Sex haben, bin ich jetzt irgendwie sexsüchtig oder sowas? Stimmt irgendwas mit mir nicht? Und dazu würde ich dir einfach ein paar Gedanken sagen und vor allen Dingen auch, ja, was ganz, ganz wichtig ist, auch noch zum Schluss sagen, was du unbedingt beachten musst und wo du auch einfach rauskriegst, hey, bist du sexsüchtig oder bist du nicht sexsüchtig? Das Erste, was erstmal auf diesen ganzen Weg mit reinkommt, Wolfgang, ist, wir sind von der Biologie her erstmal sexsüchtig auf eine gewisse Art und Weise. Wir alle wollen Sex haben. Wir wollen unser genetisches Material weitergeben. Wir Frauen haben Bock, Kinder zu bekommen. Wir haben Bock, Lust zu spüren. Das ist einfach einer der krassesten emotionalen und körperlichen Zustände, die wir bekommen können, wenn wir einen richtigen klasse Knockout, also ich meine nicht einen genitalen Reflex, was die meisten Männer immer noch glauben, was ihr Orgasmus ist, sondern wenn sie so einen richtigen Orgasmus haben. Also einen Orgasmus, wo du wirklich irgendwie so 5 Minuten lang nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und weißt du, das sind so krasse Zustände. Natürlich haben wir Bock auf einen neuen Schuss. Natürlich haben wir Bock so, oh, gib mir noch ein bisschen was von der Droge. Und deswegen, es ist erstmal vollkommen normal, Bock auf Sex zu haben. Und gerade, wenn du jung bist, auch richtig viel Bock auf Sex zu haben. Das Krasse ist, das hängt mit dem Testosteronspiegel zusammen. Und gerade junge Männer haben einen sehr, sehr hohen Testosteronspiegel. Und der steuert extrem unseren Sextrieb. Bei Frauen ist es ein bisschen unterschiedlich. Das Spannende bei Frauen ist, dadurch, dass das Östrogen mit der Menopause und mit dem Älterwerden abnimmt, steigt natürlich verhältnismäßig der Testosteronpegel. Weswegen halt wirklich so häufig 40-jährige Frauen und 50-jährige Frauen nochmal vollkommen neu ihre Sexualität entdecken und einfach nur richtig geil werden. Und beachte erstmal, dass also eine gewisse starke Sexualität, täglich Sex haben zu wollen, ist erstmal, je nachdem wie alt du bist, vollkommen normal. Unsere Biologie ist einfach damit ausgerichtet. Weil, hey, welche Spezies wird wohl mehr überleben? Die sagt so, oh ja, gucken wir mal nächste Woche, ob wir Bock haben. Oder die sagt, boah, ich hab Bock auf Rammeln, lass Sex haben. Und die hat überlebt, nämlich unsere menschliche Spezies. Und wir haben sehr viel Lust auf Sex. Und was bei Männern auch häufig noch passiert, deswegen diese ganze Sexnummer, was halt nicht bei Männern passiert, sondern also was bei Frauen vor allen Dingen passiert ist, Frauen haben eine gewisse unpraktische soziale Programmierung mitbekommen. Wir Männer, aber auch Frauen, Mütter und auch Väter, ja klar, haben ihrer Tochter weitergegeben, von wegen, nee, das da unten, da fässt man sich nicht an. Auch an Söhne, aber wir Männer haben weniger davon abbekommen. Hey, das ist nicht okay. Masturbation war noch, wie lange war das noch ein Anzeichen von Geistesgestörtheit? Man wurde dafür teilweise früher in die Irrenanstalt eingeliefert. Ja, zieh dir das mal rein. Diese soziale Programmierung ist in unserem kollektiven Unterbewusstsein immer noch teilweise vorhanden. Das heißt, viele, viele Frauen wurden von der Filmindustrie, jetzt nicht beabsichtigt, von unserer ganzen Kultur beigebracht, Sex haben, ja, das ist schon okay, aber das ist schon irgendwas Schmutziges, das sollte man nicht tun, das sollte man nicht zu viel tun. Und je nachdem, wie viel zum Beispiel die Frau, mit der du zusammen bist, davon abbekommen hat, es gibt halt Frauen da draußen, die haben so viel soziale Programmierung in dem Bereich abbekommen, dass sie wirklich so, ja, keinen Sex haben wollen. Und dass sie sehr, sehr wenig Sex haben wollen. Und deswegen fühlt sich das jetzt so an, vielleicht hast du eine ganz normale Programmierung mitbekommen, bist eine relativ normale Sozialisierung, eine relativ normale Biologie. Und für dich ist es nur normal. Ich habe Bock auf Sex. Und für deine Frau ist das so, ich habe immer mitbekommen, ich soll mich nicht nackt zeigen und Nacktheit ist sowieso nicht in Ordnung. Und ich habe nie mitbekommen, wie meine Eltern Sex haben und irgendwie Sex haben und das da unten anfassen wurde mir auch immer verboten. Und ah nee, jetzt will der Mann schon wieder da unten ran und da ist so viel Tension, so viel psychologische Tension unten im Hüftbereich, dass sie natürlich darauf keinen Bock hat. Und dann bist du schon wieder der Mann, der schon wieder Sex haben will. Obwohl du eigentlich normal bist und sie einfach, ja, eine Menge Scheiße abbekommen hat, wofür aber sie verantwortlich ist. Und du denkst dich, hä, bin ich jetzt sexsüchtig oder sowas, weil ich immer mehr Sex haben will als meine Frau? Nee, da draußen gibt es viele, viele Frauen, die diese Programmierung nicht so stark abbekommen haben und die krass teilweise mehr Sexlust haben als wir Männer.
Es gibt aber auch, und das, es gibt aber auch tatsächlich dieses Sinnbild der, ich bin sexsüchtig, der sexuellen Störung. Und dazu hat zum Beispiel, also nehmen wir ganz kurz meinen Laptop daran, das hat Wikipedia da zum Beispiel geschrieben, Hypersexualität, so wird das nämlich eigentlich genannt, ein außer Kontrolle geratenes Verhalten, das einhergeht mit dem klassischen Anzeichen für Sucht. Klassische Anzeichen sind Besessenheit, Machtlosigkeit und die Benutzung von Sex als Schmerzmittel. Interessant. Und du siehst einfach nur, natürlich gibt es auch diese Hypersexualität, diese Sexsucht, die gibt es auch. Und ich kenne auch einige, gerade Leute, die manchmal es mit dem Daten sehr weit übertreiben. Also ich habe zum Beispiel, ich habe mehrere Kumpels, die kriegen das irgendwie hin und da merkst du auch schon, dass es in die Sucht reingeht. Die haben jeden Tag Sex. Und wenn dann die Frau keinen Bock hat, suchen sie einfach eine neue. Die benutzen Online-Dating, die haben jeden Tag eins bis teilweise zwei. Manchmal einige hatten sogar, das war mal so Samuel seine 7 Tage, einmal in der Woche 3 Dates pro Tag haben. Und 3 Dates pro Tag heißt beim Samuel, ist schon vornherein klar gemacht, dass es Sex geben wird. Ja, ist ziemlich krass, aber da siehst du, dass auch schon ein gewisses Suchtverhalten dahinter sein kann. Weil ich kenne zumindest die anderen beiden, die ich kenne, die sind da krass süchtig auch danach. Die verbringen den ganzen Tag damit, ihr Date klar zu machen, schon für den nächsten Tag oder den übernächsten Tag, dass sie jeden Tag mindestens 2 Dates haben oder mindestens 1 Date haben. Und das ist krass, mit wie viel Energie die da reingehen und wie die da teilweise ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen, weil die irgendwie jeden Tag irgendwie 2-3 Stunden in Dates investieren, die Dates zu akquirieren und dann auch Sex zu haben. Und das ist schon sexsüchtig. Sexsüchtig ist vor allen Dingen, und das ist so ein bisschen meine Definition, ist dann, wenn aus einem Können ein Müssen wird. Also, musst du Sex haben, weil sonst deine Laune nach unten geht, weil sonst alles scheiße ist, weil du sonst in Depressionen reinrutschst, weil sonst alles keinen Sinn mehr macht. Also musst du dir von mir aus auch jeden Tag irgendwie einen runterholen oder kannst du jeden Tag Sex haben? Weißt du, der Unterschied liegt in der Intention. Und das ist auch das, warum sich auch viele Frauen zum Beispiel vor sexsüchtigen Männern, zum Anfang finden sie das geil. Dann so, oh Gott, der will mich schon wieder. Und sie fühlen sich begehrt und sie fühlen sich, oh, und der fickt so gut, weil er schon einfach viel immer fickt. Und halt, ne, da stecken so verschiedene Programmierungen dahinter. Aber irgendwann bekommen Frauen mit, warte mal, der macht das nicht, weil er es kann. Sondern er macht das aus dem Zwang heraus. Ich bin sein Triebmittel, ich bin sein Mittel, damit er seinen Zwang an mir abreagieren kann. Dann sagen auch viele Frauen so, nee, ich bin hier nicht die Verlängerung deines rechten Arms. Und wenn du jeden Tag, also nur mal so ein bisschen Beispiele, wenn du jeden Tag einen Orgasmus hast, weil du entweder Sex hast oder wenn du keinen Sex hast, dir einen runterholst, dann liegst du noch nicht unter einer psychischen Störung, aber das ist schon ziemlich heftig. Auch aus vielen unterschiedlichen anderen Gründen, was du in anderen Videos hier auf unserem Kanal findest. Deswegen solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren. Gerade der Martin geht da häufiger mal in seinen Videos ein bisschen genauer ein, was da so verschiedene Suchtstufen sind, was häufig auch mit Pornosucht einhergeht und so weiter und so fort. Guck dir dazu unbedingt die anderen Videos an. Und ganz, ganz wichtig dabei, ist es ein Können, was du machst. Also da überlegst du dir einfach so, boah, ich hatte so eine stressige Woche, ich habe jetzt endlich mal Urlaub, ich habe jetzt einfach hier jeden Tag im Urlaub Sex, weil ich einfach Lust drauf habe. Und wenn deine Frau keinen Bock hat, dann bist du, ist okay, Schatz, ich gehe runter surfen oder sowas. Oder bist du dann so, ah, warum denn nicht? Und was ist denn jetzt, habe ich wieder was falsch gemacht? Oder ist irgendwas, ne? Ändert sich dein Geisteszustand, wenn du keinen Sex bekommst? Und damit meine ich nicht das Normale, also ich kenne das auch von mir, wenn ich einen Monat lang keinen Sex hatte, dann fahre ich irgendwie schneller, dann bin ich irgendwie ein bisschen mehr passiv-aggressiv, dann kommen so ein paar Sachen, wo dann so mein Gehirn einfach schreit nach Sven, ficken. Und das ist keine Sexsucht, das ist normales, menschliches, biologisches Verhalten. Das haben Frauen wie Männer jeglicher Altersstufe. Wenn die Männer ein bisschen älter werden, auch die Frauen, wenn sie wieder sehr viel älter werden, dann nimmt das natürlich ab, aber das ist normales Verhalten. Lust auf Sex zu haben, ist normales Verhalten. Was nicht normales Verhalten ist, ist, wenn aus einem Können ein Müssen wird. Also musst du jeden Tag Sex haben. Und wenn du keinen Sex hast, dann machst du einen riesigen Aufstand, um mit Online-Dating dir irgendwie wieder die nächste Frau zu organisieren oder zu Prostituierten zu gehen, um nur mal wieder diesen Orgasmus in Anführungsstrichen zu haben. Weil ganz ehrlich, wenn du jeden Tag einen Orgasmus hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass das eigentlich kein Orgasmus ist, sondern nichts weiter als ein genitaler Reflex. Weil unser Fortpflanzungsorgan ist
also unser Fortpflanzungsorgan ist unten unser Penis. Unser Sexualorgan ist unser Gehirn. Und wenn du unserem Gehirn jeden Tag einen Orgasmus gibst, dann ist das kein wirklicher Orgasmus, sondern macht das so ein bisschen Blitz, 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 ehrlich gesagt. Aber wenn du das, also da sind wir ganz, ganz viel in unseren Sexkursen drauf eingegangen, wie man sowas, so einen vollständigen Orgasmus einfach aufbauen kann. Krass einfach nur. Also einfach nur, der Punkt ist einfach nur der, wenn du jeden Tag einen Orgasmus hast und jeden Tag einen Orgasmus haben musst, dann erstmal verwehrst du dich deinem sexuellen Potenzial. Das heißt, du wirst niemals dieses tiefe Sexualität erspüren können, die wirklich in dir drinne ist. Ganz, ganz ehrlich. Und zweitens die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass du dich unter einer gewissen Sucht leidest. Und die Sucht erkennst du wirklich nochmal daran, ich wiederhole mich da ziemlich gerne, machst du das aus einem Müssen oder aus einem Können? Also kannst du jeden Tag Sex haben, weil es einfach geil ist. Und das hört meistens so nach einer Woche auf, by the way. Das ist so ein bisschen Sozialfeedback. Oder musst du es haben, damit dieser Druck im Kopf weg ist? Müssen oder können? Achte mal darauf. Und ein weiter guter Punkt ist, hol dir mal Sozialfeedback. Also hol dir mal Kumpels ran und frage denen, hey, wie oft hast du Sex? Und für mich war das ziemlich krass, als ich mal meinen ganzen Freundeskreis rumgefragt habe, wie viel hast du eigentlich Sex? Weil so viel wird suggeriert, ja, alle haben irgendwie jeden Tag Sex. Und auf einmal kommt raus so, ja, ich habe durchschnittlich einmal in der Woche Sex von so einem Typen, der einfach Granate ist. Also der wirklich so, der eine geile Freundin hat und der, wo die wirklich verrückte Sachen machen, aber halt nur einmal in der Woche. Und er meint, das reicht auch. Und dann sagt der andere so, ja, alle zwei Tage. Und der andere sagt so, ja, mal 7 Tage die Woche und mal dann wieder für einen Monat nicht. Und ich habe einfach mal rumgefragt, habe bekommen so, krass, mein eigenes Selbstbild von, wie oft sollte man Sex haben, war total überdreht durch Pornos, durch soziale Programmierung, durch die Männer, die ganze Zeit immer nur erzählen, so, ja, dann habe ich die gefickt, dann habe ich die gefickt, dann habe ich die gefickt, dann habe ich das gemacht. Ja, dann kommt natürlich das Gefühl auf so, oh Gott, ich muss jetzt wieder Sex haben, das ist sonst nicht normal. Aber, Alter, frag mal rum. Und wenn du nicht diese Kumpels hast, das ist häufig so, mit denen man so offen reden kann, dann würde ich auch wirklich nochmal herzlich Werbung machen für unsere Reisen, weil dort schweißen wir immer eine Männergemeinschaft zusammen, die zum Beispiel in den Bergen von Rumänien unterwegs sind und mal wirklich offen über ihre Bedürfnisse, über ihre Lust, über ihre Sexualität reden und einfach mal denen gegenüber ein Mann ist, der ihnen zuhört, der sie wirklich versteht und der wirklich für sie da ist. So, ich habe viele, viele Punkte angekratzt, die man natürlich vertiefen könnte. Das Wichtige ist, was du mitbekommen haben solltest, ist, hey, musst du Sex haben oder kannst du Sex haben? Und wenn du in das Müssen bist, wenn du merkst, so, hey, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon, dass du ein bisschen sexsüchtig bist. Natürlich gibt es da auch Graustufen dazwischen. Und dann lohnt sich auch tatsächlich einfach mal mit dem Arzt darüber zu reden. Weil der Arzt kann dich immer noch an einen Psychotherapeuten oder Psychologen verweisen. Und wenn du wirklich unter einer Sexsucht leidest, dann muss die vernünftig therapiert werden. Das ist wie jede andere Sucht. Und eine Sucht macht dein Leben einfach nur kaputt. Wenn du so ein Typ bist, der jeden Tag mindestens 2 Dates haben muss, weil er sonst irgendwie nicht klarkommt auf sein Leben, dann stecken da einige psychologische Muster dahinter, auf der wir uns vielleicht bei unseren Reisen unterhalten können, aber die du angehen solltest, damit dein Leben mal wieder Lebensqualität bekommt. Ganz ehrlich, lass einen Daumen hoch, wenn du was gelernt hast. Abonnier unseren Kanal und sei gut zu dir selbst. Ne, es bringt dir einfach nichts. So, oh mein Gott, ich bin sexsüchtig, ich bin böse oder ich muss jetzt ficken. Dieses ganze Druck, das macht das Leben einfach langweilig. Sei gut zu dir selbst, das ist wichtig.